Einen schönen guten Nachmittag, Sir. Mein Name ist Sushat Kumar Biswas. Ich bin ein Doktorand der BAU und sehr glücklich zu klären, die Zeit zu haben, meine Zweifel klären zu lassen, Sir. Meine Frage ist, ich habe meinen Funken verloren, okay? Und ich bin keine sehr nun kontinuierlich, durchgängig motivierte Person. Ich habe meine Motivation verloren. Wie kann man das wiedererlangen, um mein Leben zu leben, auf eine freudige Art und Weise zu führen, um seinen inneren Frieden wieder zu erlangen? Vielen Dank. See ya. Ciao. Die Natur des Lebens ist so. Bitte setz dich hin, es ist okay. Wenn du nach draußen in den Garten gehst und versuchst, eine Ameise zu fangen, die BHU-Ameise, die hier geboren wurde, die hier aufgewachsen ist und wahrscheinlich wird sie hier sterben. Diese BHU-Ameise, wenn du versuchst, sie zu fangen, wird sie sagen, okay, zur Hölle mit meinem Leben, okay, zerquetsche mich, wenn du willst. Ist es so? Sie wird alles tun, um sich zu schützen. Sie schätzt ihr Leben, nicht wahr? Sehr sogar, oder nicht? Eine winzige kleine Kreatur, die wir vielleicht nicht einmal bemerken. Wir könnten auf sie treten, ohne sie überhaupt zu sehen, unglücklicherweise. Aber sie schätzt ihr Leben immens. Tut sie das nicht? Sie hat den Funken. Aber du, ein Mensch, zumindest auf diesem Planeten, bist du der Höhepunkt der Evolution, physiologisch zumindest, ja? Bei anderen Verhaltensaspekten könnten wir Zweifel haben. Aber zumindest physiologisch die am weitesten entwickelte Kreatur auf dem Planeten. Die am weitesten entwickelte Kreatur auf dem Planeten bedeutet, sie hat das komplexeste neurologische System und sie hat die höchste Stufe an zerebraler Fähigkeit. Das bedeutet, du kannst denken, du kannst dich erinnern, du hast ein Gedächtnis, du hast ein sehr lebhaftes Erinnerungsvermögen und eine fantastische Vorstellungskraft. Die Ameise hat weder ein solches lebhaftes Erinnerungsvermögen, noch hat sie irgendwelche große Vorstellungskraft. Sie hat wenig. Aber sie besitzt eine Geistesgegenwart für das Leben, das sie lebt. Denn die Bildungssysteme, die du durchläufst, bereits ab dem Kindergartenniveau, sind so, dass es um alles geht, außer um dich. Es geht um alles andere. Jemand hat einen Doktor in Tourismus, jemand hat einen Doktor in Biotechnologie, jemand hat einen Doktor in irgendetwas. Nicht hierüber. Wie funktioniert das? Darauf wird überhaupt keine Aufmerksamkeit gerichtet. Ein Mensch funktioniert. Ihr wisst, ihr habt einen Kalabhairava-Tempel hier. Das bedeutet, ein Mensch existiert in drei Zeiten. Er lebt aufgrund des Reichtums seines Gedächtnisses. Wie reich dein Gedächtnis ist, bestimmt, was du jetzt tust und was du nicht tun wirst. Ist es nicht so? Das Gedächtnis ist also wichtig. Die gegenwärtige Erfahrung ist wichtig und wie lebhaft deine Vorstellung von morgen ist, ist sehr wichtig. Im Moment ist das Problem, dass diese Dinge alle durcheinander geraten sind, weil die Disziplin in diesen Fähigkeiten einfach nicht da ist. Nichts wurde unseren Kindern darüber beigebracht, dass es Disziplin bedeutet, die Leute denken an die englische Art von Disziplin, so zu gehen wie Idioten. Die Disziplin in diesen Fähigkeiten ist nicht da. Aus diesem Grund wendet sich dein eigener Verstand gegen dich. Was vor 10 Jahren passierte, darunter leidest du immer noch. Hallo? Was übermorgen passieren könnte, darunter leidest du jetzt schon, weil es keine Disziplin in diesen Fähigkeiten gibt. Du weißt nicht, wie du dein Gedächtnis benutzt. Du weißt nicht, wie du deine Vorstellungskraft benutzt. Dein Gedächtnis lässt dich leiden, deine Vorstellungskraft lässt dich leiden und du denkst, du leidest unter deinem Leben. Du leidest nicht unter deinem Leben, du leidest nur unter den beiden größten Fähigkeiten eines Menschen, einem lebhaften Gedächtnis und einer fantastischen Vorstellungskraft. Ist es nicht so? Wenn du unter den größten Fähigkeiten, die du hast, leidest, was können wir dann mit dir machen? Wenn du an einer Krankheit leidest, verständlich. Wenn du an einer Unfähigkeit leidest, verständlich. Wenn du unter deiner Fähigkeit leidest, ein hoffnungsloser Fall.
Ja oder nein? Du leidest unter deinen Fähigkeiten. Wenn du an deiner Unfähigkeit leidest, ist es in Ordnung. Du leidest unter deinen Fähigkeiten. Ich muss euch das erzählen. Vor etwa 4-5 Monaten, denke ich, ihr habt es vielleicht in den Nachrichten gesehen, ist eine junge Frau, eine 34-jährige Frau, die eine Fernsehmoderatorin in Hyderabad war, aus dem Fenster im 5. Stock gesprungen und brachte sich um und hinterließ eine Nachricht. Niemand ist für meinen Tod verantwortlich. Mein Gehirn ist mein Feind. Wie viele Millionen Jahre es gedauert hat, um dieses Gehirn auf diese Größe zu bringen, und jetzt wird es zu deinem Feind. Sie formulierte das, aber das trifft auf fast 90% der Menschen zu. Sie leiden unter ihrer eigenen Intelligenz. Ist es nicht so? Wenn man ihnen die Hälfte ihres Gehirns entfernt, werden sie friedlich sein. Ja. Und das ist der Grund, warum eine ganze Menge Idioten umhergehen und sagen, dass das ultimative Ziel des Lebens innerer Frieden ist. Solche Leute werden nur in Frieden ruhen. Jetzt du, junger Mann, Universitätsleben. Wenn dich nicht ständig jemand auf Trab hält, könnte es zu einfach werden, weißt du? Sogar ich erinnere mich, als ich zur Universität ging, waren wir die meiste Zeit in der Kantine oder im Garten. Der einfachste Abschnitt meines Lebens war die Universität. Ich glaube, ich weiß, niemandem wird es gefallen, aber ich denke, diese Zeit an der Universität muss verkürzt werden. Es sei denn, jemand produziert etwas Brillantes, müssen sie innerhalb von 3 bis 4 Jahren hinausgeworfen werden. Alle. Wenn sie etwas sehr fokussiert und sehr intensiv machen, müssen sie dort bleiben. Andernfalls, schaut, das ist alles, was ich all euch jungen Menschen sage. Macht, was auch immer ihr wollt in eurem Leben. Aber ihr müsst intensiv fokussiert auf etwas sein. Wenn ihr nicht in irgendetwas investiert, wird euer Leben einfach nur verschwendet sein. Denn wie ich euch am Anfang gesagt habe, eine Grundzutat eures Lebens ist Zeit. Und die läuft einfach davon. Ihr seid eurem Grab schon 2 Stunden näher, seit ich hierher gekommen bin. Ja oder nein? 2 Stunden näher an Manikarnika. Ja oder nein? Ja, ihr seid nicht unsterblich. Es ist nur eine begrenzte Menge an Zeit. Bist du ein kostbares Leben, frage ich. Ist dein Leben kostbar für dich? Dann müsst ihr entscheiden, wofür ihr dieses Leben investieren wollt, wenn es kostbar ist. Wenn es wertlos ist, werft es irgendwo hin. Wenn es kostbar ist, investiert es in etwas Lohnenswertes, nicht wahr? Also wenn du es in etwas Lohnenswertes investierst, dann gibt es keinen Funken. Dann wirst du in Flammen stehen, die ganze Zeit.